Hallo, heute möchte ich mal was erzählen zum Thema LLMs selbst betreiben. Da gibt es einmal den Rundumschlag von allen möglichen Dingen, vom selber trainieren bis hin zum Ablaufen lassen in hochskalierbar mit vielen Leuten und wie einfach, gut oder teuer das Ganze ist. Mein Titelbild hier ist eine Szene aus dem vergangenen Sommer, als Llama 3 herauskam und Sam Altman sagte, auf gar keinen Fall Llama 3 machen, weil LLMs selber betreiben ist ein sehr gefährlicher Sport. Macht das lieber bei Firmen, die sich richtig damit auskennen, wie wir, weil wir verdienen damit ganz viel Geld. Also jetzt im Sinne von OpenAI. Die Frage stellt sich natürlich, wann sollte ich überhaupt selber eine LLM betreiben? Wann sollte ich selber ein großes Sprachmodell für mich selber im Büro haben sollen? Und da gibt es gar nicht so viele gute Gründe dafür, aber ein paar gute Gründe gibt es mit dazu. Dinge wie LLMs on-premises oder selber am Laufen zu haben. Der erste und mir persönlich liebste Grund sind die sogenannten SLIMs, die Small Language Models, die SLMs. Und Small Language Models, das sind zum Beispiel Microsoft's Phi, das Llama 3.8b von Meta oder Mistral 7b Modell, also 7 Milliarden Parameter Modell. Das sind Modelle, die sind gar nicht so richtig groß und die kann man für die meisten Dinge inzwischen tatsächlich ganz gut einsetzen. Die Vorteile sind offensichtlich, wenn ich diese kleinen Modelle einsetze, weil die sind total zugänglich, die kann jeder verwenden. Ich komme nachher noch mit dazu, wo man die überall laufen lassen kann. Und nicht nur verwenden, die kann ich auch selber trainieren und das kann ich mit Ressourcen machen, die tatsächlich bei mir im Regelfall zur Verfügung stehen. Mit dieser Möglichkeit kann ich dann viele Dinge, die wir so vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, als das Ganze mit den Sprachmodellen losging, bisher nur mit GPT-3.5 und größer machen konnten, die können wir jetzt auch mit den kleinen Modellen machen. Das sind solche Dinge wie REG, also Retrieval Augmented Generation, der Standard-Task, der inzwischen in den meisten Firmen angekommen ist und am häufigsten verwendet wird. Das sind natürlich auch die ganzen Dinge, die es vorher gab, wie Übersetzung oder Summarization oder Data Extraction. Auch das sind Dinge, die kleinen Modelle inzwischen gut können. Da kann ich sie also auch für benutzen. Und seit Mistral 7b V3, die jetzt vor 2 Monaten rausgekommen ist, können die auch Tool Calling vernünftig. Wir kommen nachher noch zu den verschiedenen Servern, die in der Lage sind, das Tool Calling auch mit aufzurufen. Warum ist Tool Calling wichtig? Tool Calling ist das, was ich brauche, wenn ich Agentensoftware betreiben möchte, wenn ich also möchte, dass Funktionsaufrufe passieren. Auch das geht inzwischen inklusive des Reasonings. Ich kann sie aber nicht nur für REG selber verwenden, sondern diese kleinen Modelle kann ich auch statt REG verwenden. Das lohnt sich nicht in allen Fällen, weil REG eigentlich eine Strategie ist, die gut skaliert und sehr zuverlässig ist. Aber es gibt 2, 3 Fälle, da lohnt es sich tatsächlich, nämlich wenn ich sehr, 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 sehr viele Reads habe und sehr wenig Writes auf meiner Datenbasis habe, wenn ich also vor allen Dingen die Daten ausgebe, dann kann ich die Daten auch direkt in mein LLM hineintrainieren und das kleine LLM spezialisiert für ein bestimmtes Thema nutzen, um beliebige Fragen dafür zu beantworten. Das spart, wie wir später sehen werden, nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Energie. Und wo wir bei dem Thema sind, der Ressourcenbedarf von so kleinen Modellen ist, kommen wir auch noch dazu, viel, viel kleiner als bei den großen Modellen, weil die einfach viel weniger Speicher brauchen, viel weniger Netzwerklast, wenn sie irgendwo installiert werden. Die brauchen viel weniger GPU und viel weniger Memory, wenn sie etwas tun. Und damit sind wir bei dem besten Argument für diese kleinen Modellen. Die verbrauchen viel weniger Strom, das heißt weniger CO2 oder Energie, die verwendet wird. Und das wirkt sich natürlich auch in den Kosten aus. Die sind viel, viel preiswerter. Das kann man gut sehen, wenn man sich hier auf der Grafik einmal anschaut, wie verhalten sich denn diese LLMs eigentlich in den Kosten. Die Kosten, die hier von den Herstellern und Anbietern abgebildet wird, sind ein ganz kleines bisschen tatsächlich nur die Hardwarekosten, die dahinter stehen und vor allen Dingen die Stromkosten, die eine Rolle dabei spielen. Hardwarekosten insofern, dass sich bei manchen Lösungen, also die Hardware ist immer teuer, aber es ist Nvidia-Hardware, es ist halt die Frage, wie viel ich davon brauche. Und ein kleineres Large Language Model verbraucht viel weniger. Wenn wir uns das also in den Input-Output-Kosten anschauen und hier im Vergleich von GPT-4 bzw. GPT-4 Turbo ist nicht ganz aktuell, aber GPT-4o verhält sich ungefähr dort, wo sich auch GPT-4 Turbo verhalten hat. Dann sind wir, wenn ich das ins Verhältnis setze, zum kleinen Mistral 7b-Modell bei Faktor 100 grob der Kosten, die dort erzeugt werden für Input und Output per Token.
Und wenn ich auch mir das große GPT-4-Modell anschaue, dann sind wir schon bei Faktor 300 unterwegs. Also wir können hier tatsächlich, wenn wir viel zu viele Kosten haben, was die LLM-Benutzung angeht, um ein mit drei Stellen Multiplikator das Ganze senken. Ein weiterer guter Grund, wenn ich Firmen bin, wenn ich eine Firma bin, nicht auf die großen öffentlichen LLMs zu setzen, ist tatsächlich Microsoft. Microsoft ist der Hauptbetreiber von allem, was OpenAI macht. OpenAI ist inzwischen eine Firma, die selber alles das, was sie tun, auf Azure trainiert und das, was sie anbieten, auf Azure laufen lässt. Und der kommerzielle Anbieter für die OpenAI APIs, die immer noch die besten sind, die wir im LLM-Bereich gerade bekommen können, ist Microsoft. Und Microsoft hat einen nicht eben glücklichen Track-Record, was Datensicherheit angeht. Selbst wenn sie die Daten nicht mehr selber zum Training benutzen, dann kann es trotzdem passieren, dass sie abhanden kommen. Das ist mit der Microsoft Cloud passiert und da gab es dann nachher nochmal eine staatliche Untersuchung, die hat festgestellt, ja, tatsächlich ist es dokumentiert, dass Microsoft damit nicht professionell umgeht. Und gerade ganz frisch, nur wenige Wochen alt, das Heimatschutzministerium prüft, ob Microsoft Umsatz über Sicherheit stellt. Wenn man sich die Geschichte des Unternehmens anschaut, dann kann man sagen, der Verdacht ist eventuell nicht in vollem Umfang unbegründet. Man könnte denken, vielleicht gab es da schon vorher Anekdoten. Das gilt natürlich nicht nur für Microsoft, sondern das gilt auch für alle anderen, die man dafür einsetzen kann, dass solche Dinge passieren können. Also möchte ich jetzt auch nicht nur in einen Hersteller bashen. Privacy und Security ist etwas, das kann ich natürlich einfacher sicherstellen, wenn ich das Ganze bei mir selber habe. Warum ist das so? Weil ich einfach viel weniger bewegliche Komponenten da drin habe. Wenn ich zum Beispiel eine LLM brauche, was mit Agentendaten Zugriff auf eigene Systeme mache, dann habe ich weniger Brücken zu schlagen von meinen internen Systemen ins Internet, als wenn ich das in der Cloud unverteilt laufen lasse. Also Privacy und Security ist durchaus ein guter Grund, um hier eigene LLMs betreiben zu können. Nächster Grund ist, da komme ich später auch im Kontext von den On-the-Edge-LLMs, die in den letzten 2 Monaten populär geworden sind, mit dazu, ist Offline-Access. Ich kann das Ding auch benutzen, wenn ich irgendwo unterwegs bin in der Pampa, wo ich halt gerade weder eine schnelle Internetverbindung oder ähnliches habe. Es ist Unabhängigkeit, weil ich habe nicht nur keinen Vendor-Login, der macht mir eigentlich fast noch weniger Schmerzen. Ich habe vor allen Dingen keine Vendor-Control. Vendor-Control bedeutet, dass ich die Kontrolle über das Ding, worauf ich mein Business aufbaue, gar nicht selber habe, sondern dass diese Kontrolle eigentlich beim Hersteller des Services liegt. Und das können wir gerade bei OpenAI schön erleben, weil OpenAI upgradet gerade die Modelle. Die geben uns zwar jetzt ein halbes Jahr Vorwarnung, dann wird dieses Modell umgestellt, aber wenn diese Modelle umgestellt werden, dann merke ich häufig, dass ein großer Teil meiner Prompts gar nicht mehr funktioniert und ich Dinge nochmal neu machen muss. Also ich habe hohe Maintenance-Aufwände tatsächlich durch einen Modellwechsel, durch die Model Drift, die im Modell passiert. Und das hat zur Folge, dass ich dann mehr Aufwände habe. Wenn ich selber ein Modell habe, was für einen bestimmten Zweck gebaut und trainiert ist, dann kann ich das so lange betreiben, bis ich einen guten Grund habe, ein anderes zu machen. Aber ich muss es nicht tun, nur weil ich in den Release-Zyklus eines Herstellers geraten bin. Also da gibt es durchaus gute Gründe, ein LLM selber zu betreiben. Es gibt aber auch genauso schlechte Gründe, ein LLM selber zu betreiben. Und da möchte ich auch ein paar von erwähnen, gerade weil die in Deutschland sehr, sehr populär sind und gar nicht so gut begründet im Regelfall. Der erste Grund, den man sehr häufig hört, ist, ich möchte die DSGVO einhalten. Irgendwas mit Datenschutz. Das ist kein wirkliches Argument heute mehr, weil fast jeder große Anbieter, der LLMs anbietet, sei es Microsoft oder sei es Google oder AWS, die haben immer eine GDPR-Compliant-Variante, die sogar in Europa und faktisch meist auch in Deutschland betrieben werden kann. Also ich habe eigentlich immer die Gelegenheit, etwas selber in der Cloud in Deutschland zu interfacen. Dort gibt es auch die Auftragsverarbeitungsverträge, die GDPR an der Stelle fordert. Und wir haben ein neues legal abgenommenes Safe Harbor-Abkommen mit den USA. Selbst das wäre GDPR-mäßig noch in Ordnung gewesen oder DSGVO-mäßig noch in Ordnung gewesen. Also da brauche ich überhaupt gar keine Angst haben, dass ich DSGVO-Compliance nicht bekommen kann. Die kann ich sehr wohl bekommen, auch bei den großen Anbietern gibt es keinen Grund, auf die eigene Cloud-Server in Deutschland zurückgreifen zu wollen. Der nächste Grund, den man häufig hört, ist, weil ich nicht möchte, dass nicht auf meinen Daten, weil ich möchte, dass nicht auf meinen Daten trainiert werden.
Es gibt natürlich in der Anfangszeit von OpenAI und ChatGPT Geschichte, dass Daten, die dort eingegeben wurden, auch zum Training verwendet wurden. Das ist auch ein ganz normaler Bestandteil von so großen Sprachmodellen, weil die brauchen in der Mitte, damit sie wirklich gut werden können, einen sogenannten Reinforced Learning Human Feedback Loop. Dahinter steht, dass ich quasi das menschliche Feedback, ob die Leute mit der Antwort zufrieden waren oder nicht, aufzeichne und dann mit dieser Aufzeichnung meine Maschine wiederum trainiere, um die Qualität zu erhöhen, dass sie weniger frustriert sind und mehr gute Ergebnisse bekommen. Das wurde bei ChatGPT und wird auch bis heute noch im freien Account so gemacht, als Basis verwendet, um ein qualitativ gutes Sprachmodell zu erzeugen. Hab da auch Geschichten mit japanischen Herstellern, die da mit Geheiminformationen reinkopiert haben und ganz viele Gerüchteküche, die meistens schlecht informiert war, was alles mit den Daten passiert, wenn ich sie dort in einen Kopierpastiere. Und da hat sich in Deutschland viel unter Unternehmen herumgesprochen. Nein, das solltest du nicht machen, weil da hast du es gar nicht unter Kontrolle. Faktisch ist es nicht mehr der Fall in allen kostenpflichtigen Angeboten und auch gerade wenn ich so Enterprise-Tarife benutze, kann ich natürlich deaktivieren, dass irgendwas zum Training verwendet wird. Im Default wird es ohnehin nicht zum Training verwendet bei den meisten. Von daher gibt es da gar kein Problem mehr. Das heißt, dieses Risiko, meine Daten, auf denen wird dann trainiert und damit verliere ich aus Versehen Firmengeheimnisse, ist, wenn ich zumindest die kommerziellen Angebote oder APIs nutze, faktisch nicht gegeben. Ein weiterer schlechter Grund, den man auch sehr gerne hört, ist, weil ich mit personenbezogenen Informationen arbeite. Warum ist das Ganze so ein Ding, wenn ich Personeninformationen, Daten sammle und weiter übermittle? Dann brauche ich ein Einverständnis vom Nutzer, dass ich die Daten sammle und weiter übermittle. Aber inzwischen kommen die meisten großen Libraries, die ich zum Aufbau von solchen Applikationen nutzen kann, wie etwa LangChain, mit einer Integration von Microsofts Presidio oder anderen PII-Pseudonymisierungslösungen daher. Und der Trick, der dort angewendet wird, ist eigentlich ganz einfach. Ich mache die Daten, die ich reinbekomme, mit den Personennamen drin, jage ich einmal durch einen einfachen Entity Recognizer. Der Entity Recognizer stellt fest, da steht einmal in der Mitte Johann Peter Hartmann, das ist ein Eigenname. Ersetzt den einmal gegen Franz Müller oder irgendetwas zufällig Erzeugtes, übermittelt das mit diesem Namen Franz Müller an das große Sprachmodell. Dort wird das Ganze dann bearbeitet, steht im Text dann wieder, der zurückgegeben wird Franz Müller, zum Beispiel ein generierter Brief hat dann sehr geehrter Herr Müller mit drin stehen. Das Ganze wird wieder zurück übermittelt und dieses Replacement passiert noch einmal in der anderen Richtung, weil mein Rechner hat sich selber gemerkt, Johann Peter Hartmann wird durch den Platzbehalter Hans Müller vertreten, wandelt dann die beiden Namensbestandteile Vorname und Nachname wieder zurück und ich habe bei mir wieder den sauberen String mit dem Namen Johann Peter Hartmann mit drin. Das heißt, ich kann eine sogenannte Reversible Data Anonymization verwenden, die auf meiner Seite sich voll transparent anfühlt, aber wo das Sprachmodell weder den Namen von mir erfährt, noch ein Profil bilden kann, weil in jedem dieser Turnarounds ein anderer Name drin steht. Das heißt, ich kann nie zuordnen, welcher Name war denn jetzt eigentlich der richtige oder war das der gleiche Nutzer oder war das ein anderer Nutzer? Also, da gibt es inzwischen Lösungen, die sind auch eingebaut. Zum Beispiel in LangChain findet sich Microsofts Presidio. Da habe ich eigentlich kein Problem mehr. Jetzt stellt sich die Frage, wenn das so alles funktioniert, warum sollte ich denn jenseits der genannten Gründe die kleinen Sprachmodelle oder die eigenen Sprachmodelle anwenden. Sind die vielleicht sogar besser als proprietäre Sprachmodelle, also die OpenAIs und Gemini Pros, die es im Moment so gibt? Da gibt es glücklicherweise immer Daten zu. Meine Lieblingsquelle dafür ist das LMSys Chatbot Arena Leaderboard. Das funktioniert eigentlich vom Prinzip her ganz einfach. Dort können Nutzer, und das sind tatsächlich viele Nutzer, die es ausprobieren, Fragen stellen an LLMs, die sie nicht kennen. Und dann bewerten, wie ihnen die Antwort gefallen hat. Und an dieser Bewertung der Antwort, war das eine gute Antwort? Man sieht immer zwei für die Frage, die man gesehen hat, wird dann das LLM offengelegt und es wird gesagt, okay, diesmal hat dieses LLM oder das andere die bessere Antwort gegeben. Und da hat man dann immer Wins oder Votes, wo die Leute gesagt haben, das ist in diesem Vergleich das bessere LLMs und in diesem Highscore,
der dort geführt wird. Da sieht man dann die Sprachmodelle, die am häufigsten gewonnen haben im Vergleich. Das heißt, die sind relativ besser als die anderen Modelle. Und damit hat man eine schöne Reihenfolge der Sprachmodelle untereinander und man kann gut beurteilen, was ist denn das, was dem Nutzer am häufigsten das gibt, was er eigentlich gerade als Problem gelöst haben wollte. Es hat natürlich keine Aussage über Agentenfähigkeit oder irgendwelche programmlogische Logik, sondern nur über das, was ein Nutzer als Antwort bekommt. Aber es gibt einen guten Indikator für die Qualität des Sprachmodells selbst. Schaue ich mir die aktuellen Charts an, das ist jetzt ein Abzug gewesen aus dem Juni 2024, dann sehen wir auf dem Platz 1 ist, wie auch nicht anders zu erwarten, das modernste Modell von GPT-4, nämlich von OpenAI, nämlich GPT-4o in der Mai-Variante. Und das hat einen Score von 1287. Das heißt, es hat deutlich häufiger gewonnen als alle anderen Modelle. Gleich dahinter, und auch das ist erwähnenswert, kommt nicht etwa ein altes GPT-4, das wir mit dabei haben, sondern es kommt Gemini Advanced, die neue stabile Version von Google Gemini. Und das Gemini ist also gar nicht so weit weg. Wir sehen, das ist nur 20 Punkte entfernt. Die alten Versionen dahinter folgen als nächstes und GPT-4 Turbo als Vorgänger aus diesem Jahr von GPT-4o ohne die Multimodalität ist sogar noch hinter den Geminis, wenn auch nicht mit großem Abstand. Was auch zu sehen ist, Claude 3 Opus, das größte Claude-Modell, was dafür bekannt ist, dass es einen sehr, sehr schönen Sprachscore, eine schöne Sprachformulierung hat, ist ein bisschen weiter dahinter und kommerzielle Angebote aus dem asiatischen Raum, wie etwa das Jilarge in der Preview-Variante, die gerade draußen ist, folgt erst einen Moment später, auch wenn es ein sehr wichtiges Modell ist. Das heißt, in diesem Listing der ersten 10 Plätze finden wir überhaupt gar kein offenes Modell. Alle Modelle, die wir hier sehen, sind Modelle, die tatsächlich von den kommerziellen Anbietern bereitgestellt werden. Es gibt einige davon, die kann ich durchaus in meiner eigenen Cloud betreiben, weil es davon Anthropic die entsprechenden Verträge mit Amazon und Co. gibt. Aber auf meinen eigenen Servern kann ich sie auf gar keinen Fall betreiben, weil ich überhaupt nicht an die Daten und die Rates heranbekomme. Wenn da gar kein Open Source mit dabei ist, wo ist denn das Open Source? Und das wird ganz spannend, wenn wir das Ganze mal anschauen, und zwar nicht nur anschauen im Allgemeinen, sondern über die Zeitlinie. Open Source ist schon immer ein kleines bisschen unterhalb von dem, was die Closed Source Models machen, unterwegs. Wenn wir das hier aus dem Anbeginn der Zeit, also 2022, anschauen, dann sehen wir, dass die offenen Modelle ein schlechter sind als die Modelle, die kommerziell verfügbar geworden sind. Und das bleibt auch so bis zum Release von GPT 3.5 und dann in Folge 3.5 Turbo oder GPT 4, das größte offene Modell zu der Zeit unter Llama-Lizenz, das Llama 65b oder Llama 1, wie man es heute nennen würde, liegt tatsächlich abgeschlagen in den Prozenten deutlich, deutlich weiter unten. Das hier ist der MMLU-5-Shot-Test. MMLU-5-Shot ist ein Test, der sich über Allgemeinwissen und allgemeine Problemlösungen vor allen Dingen orientiert an schulischen und akademischen Aufgaben auslässt. Das heißt, ich habe meine Eignung für Dinge, die ich sonst normalerweise im Studium oder in der Schule gelernt hätte, damit unter Beweis gestellt. Und wir sehen, am Anfang 2023 sind die offenen Modelle noch deutlich abgeschlagen mit dabei. Die sind dann besser geworden. Das Llama 2 ist einen ganzen Level höher gegangen, ist schon fast auf Kampfklasse von GPT 3.5 Turbo gelandet. Das Falcon in der großen Variante aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch Open Source, ist dann sogar ein Stück weit drüber gewesen bei GPT 3.5. Das ist natürlich ein sehr großes Modell gewesen und wir sehen eine Weile später das Mistral 8x7b, also das Mixture of Experts Modell von Mistral, ist auch in derselben Kampfklasse mit viel weniger Speicher unterwegs. Und Gwen 1.5 aus China ist auch ein Modell, was dann Anfang diesen Jahres tatsächlich in der Lage war, auf Claude-Level, auf einem Level oberhalb der ersten alten GPT-4-Varianten mit anzukommen, kommen wir nochmal im Detail auch mit dazu. Das heißt, es bewegt sich immer weiter nach oben. Und wenn ich mir anschaue, wo wir heute unterwegs sind, dann sehen wir, dass das Llama 3 in der großen Variante vermutet wird. Das ist etwa gleichauf mit dem ist, was GPT-4 in der großen Variante gerade anbieten kann oder GPT-4o.
Es liegt sogar oberhalb von GPT 1.5 Pro. Wir kennen die Lizenz noch nicht von diesem Modell, auch wenn es hier schon grün markiert ist, weil die Tradition von Amazon ist, das Ganze grün zu machen. Wir sehen aber, dass Llama 370B tatsächlich auch nochmal in der Lage war, von der zweiten Variante nochmal gewaltig Strecke zu machen. Das heißt, hier haben wir ein definiertes und echt offenes Modell, was deutlich über dem liegt, was vor einem Jahr noch die Quelle von der Maßstab war im Sinne von GPT 3.5 Turbo. Das heißt, wir sind deutlich nach oben gerutscht und zwar mit beiden Seiten, sowohl mit den kommerziellen Angeboten als auch mit den offenen Angeboten. Und sehr spannend ist zu sehen, dass wir bei den kommerziellen Angeboten ein wenig, wenn man das Ganze in der Tendenz anschaut, eine Konvergenz haben. Die werden nicht deutlich besser, die werden nur energieeffizienter, dass wir bei den offenen Modellen sehen, dass sie aufholen können und aufholen konnten und auch kleinere Modelle jetzt in der Lage sind, Dinge zu machen, die vorher nicht so gingen. Und wenn ich mir das jetzt im Vergleich anschaue, dann sind zwei Dinge auffällig. Ich habe nämlich ein GPT 3.5 Turbo, was eigentlich ein relativ großes Modell gewesen ist, im Vergleich zu Gwen 1.5 als offenes Modell oder Yi 34B. Da sind diese offenen Modelle deutlich, deutlich besser und sogar ein viel, viel kleineres Modell, nämlich das Llama 3.8b, was ich auf dem Raspberry Pi sogar betreiben kann, wenn es quantisiert ist, ist fast dort, wo GPT 3.5 war und kann dementsprechend auch die Aufgaben übernehmen, die so ein GPT 3.5 übernommen hat in meiner Firma. Das heißt, da ist ganz viel Bewegung gerade drin und die Tendenz spricht eindeutig für Open Source. Wenn ich mir anschaue, wie groß sind denn die Modelle, sehe ich noch einen anderen Trend. Wenn ich mir die offenen Top-Modelle anschaue, ich habe zum Vergleich mal ein paar von den geschlossenen Modellen so als Maßstab reingenommen, also GPT-4o als aktuelles Top-Modell, GPT-4 in der Variante aus dem Juni vergangenen Jahres oder ganz unten GPT-3.5 Turbo als schnelle Variante von GPT-3.5 aus dem vergangenen Jahr. Wenn ich die hier mal in ihrem Chatbot Arena Score und in ihrer Größe anschaue, der zweite Parameter in dieser Tabelle, es ist die Zahl der Parameter in Milliarden, dann sehe ich, dass das GPT-4.0613, was in der Evolution, das ist ein Mixture of Experts, das ist damals geleakt, von 8 mal 440 Milliarden Parametern, 220 Milliarden Parametern, Entschuldigung, von denen jeweils immer zwei Experts aktiv sind in der Inference. Das heißt, ich habe immer 440 Milliarden Parameter, die ich brauche, um dem Nutzer überhaupt ein brauchbares Ergebnis zu präsentieren. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie performt denn so ein großes Modell wie GPT-4 gegen die aktuellen offenen Modelle, dann muss ich feststellen, das Llama 370B Instruct liegt deutlich drüber. Da haben wir fast 50 Punkte Differenz zwischen dem, was das alte GPT-4 mit 440 Milliarden aktiven Parametern macht, zu dem Llama 370B Instruct, was mit einem fast Faktor 5 kleineren, einer fast Faktor 5 kleineren Parameterzahl um die Ecke kommt. Also da hat sich tatsächlich die Effizienz deutlich, deutlich, deutlich bewegt. Wir sehen auch, dass das Llama 3.8b Instruct Modell inzwischen im Mittelfeld angekommen ist, hier sogar oberhalb von Mistral 8.22b Instruct. Und das ist durchaus erwähnenswert, dass wir hier besser sind und schönere Antworten bekommen als vom GPT 3.5 Turbo zum Beispiel. Denn dieses Modell ist ein kleines Modell, was ich fast überall betreiben kann. Und dieses Modell wurde durch sehr viel mehr Daten trainiert. Es gibt den Chinchilla-Faktor, der beschreibt das Verhältnis von nutzbarer oder vernünftiger Menge an Trainingsdaten zu der Parameterzahl des Modells. Der wurde mal als Maßstab genommen, wie lange und wie viel ich die Modells trainieren sollte. Und diesen Chinchilla-Faktor, den hat Meta beim Training von Llama 3 einfach so ein kleines bisschen ignoriert und gesagt, na, wir trainieren einfach mal weiter. Und haben den sogar über Faktor 75 überzogen. Das heißt, die haben statt der Chinchilla-optimalen Trainingstokenzahl einfach Faktor 75 mal so viele Token dort rein trainiert. Und damit war man tatsächlich in der Lage, die Güte von diesem Llama 3.8b so weit nach hoch zu schieben, dass es in der Lage ist, mit den ganzen anderen großen Modellen zu konkurrieren. Das heißt, die sind auch viel, viel kleiner geworden. Erwähnen ist auch das offene Starlink LM7B Beta-Modell auf Mistral.
Basis, das ist ein Modell mit einem schönen Verfahren, das es immer wieder trainiert hat auf selbstgenerierten Daten. Und auch das ist inzwischen besser als GPT-3.5 Turbo von damals mit nur 7 Milliarden Parametern. Also deutlich, deutlich Bewegung drin. Es ist in der Tat viel weiter nach vorne gekommen. Jetzt kann man sagen, das ist ja ein Chatbot Arena. Wie sieht es in den Benchmarks aus, wenn ich das fachlich richtig prüfe? Das war die falsche Richtung. Und wenn ich mir da die offenen Modelle anschaue, dann habe ich ein Reha 72B auf Platz 1. Das ist eigentlich nur ein getuntes Llama 3B 70B Instruct mit ein bisschen mehr Training aus der Hobbytuner-Szene. Und das hat im Moment den höchsten offenen Score mit dabei. Und da sehen wir aber auch, dass die großen Modelle im mathematischen Score, also vielleicht ganz generell, wenn ich ein sehr gut trainiertes, offenes Modell habe, wie das Llama 3 70 Milliarden Parameter Modell, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dort viel mehr Daten zu speichern. Und das findet man dann auch in den Hugging Face Benchmarks wieder. Aber wir sehen, dass wir hier gleich das Mixtral 8x22b wieder ein Mixture of Experts Modell, das heißt, für jede Interferenz brauche ich im Speicher nur 2x22b, also genau ein Zehntel von dem, was GPT-4 macht, im Speicher. Und damit habe ich eine Speichergröße von 44 und brauche nur etwas mehr als die Hälfte von dem, was das große Llama-Modell macht an Speicher. Und wenn ich dann ein bisschen die Liste runtergehe, dann sehe ich, dass in der Performance das Luxia 21,4B, dabei handelt es sich um ein Mixture of Experts von, ich glaube, Llama auch als Basis, wo ich dann eine Größe habe von nur 21 Milliarden Parametern, wo ich dann auch vernünftige Ergebnisse rausbekommen kann. Die halten sich so ein bisschen zurück, was die echten Kerne angeht, aber ich sehe in den Benchmarks ist es zumindest gut. Mixtao ist ein Mixture of Experts Modell mit zwei Mistrals, wenn ich es richtig weiß, drin, die dort evaluiert werden. Parallel, dort bin ich auch schon im Feld der Top-Modelle mit 77,5er Average in der Hugging Face Arena deutlich über den alten offenen Modellen. Auch da sehe ich, brauche ich viel weniger Speicher und die besten Mistral 7B Feintunes allen vorweg, die Modelle von Maxime Nabon, die sind in der Lage, auch einen Score von 76,67 zu machen, also auch schon für sehr viele Dinge tauglich. Das heißt, auch in den Hugging Face Benchmark bestätigt sich das, was wir schon in den Chatbot Arena Benchmarks gesehen haben, dass diese kleinen Modelle sich sehr stark in Richtung der großen Modelle bewegt haben. Wenn ich jetzt selber ein Modell auswählen kann, dann schaue ich mir natürlich als erstes mal auf den Benchmarks an, welches Modell möchte ich denn haben. Ich habe eben gerade schon das Open Source LLM Leaderboard von Hugging Face zitiert. Es gibt seit einiger Zeit auch das Multilingual, wo wir Deutschen nachgucken können, wie gut ist das denn tatsächlich auch in meiner Sprache. Viele andere Sprachen sind auch mit dabei, von daher ich kann auswählen, wie es dort aussieht. Die URL ist da unten. Und mit diesen Leaderboards, in diesem Fall der englischsprachige Screenshot, kann ich filtern nach den Fähigkeiten. Möchte ich etwas haben, was eher stärker ist in Mathematik oder Rechenaufgaben, dann würde ich mir das ausnehmen, was im GSM 8K am höchsten steht. Wenn ich etwas brauche, was vor allen Dingen Allgemeinwissen mitbringt, MMLU. Wenn ich logische Aufgaben haben möchte, Dinge wie, Verzeihung, heller Zweck. Und ich kann die Vertrauenswürdigkeit, also wie viel halluziniert das denn und wie viel sagt es tatsächlich nicht? Ich habe davon keine Ahnung, ich kann dir das gar nicht sagen. Das kann ich in TrueScore QA abbilden. Und damit kann ich quasi das Modell auswählen, was am besten für das ist, was ich selber haben möchte und aus dieser Evaluation die Entscheidung treffen. Jetzt kann man sagen, ja, dann nehme ich doch einfach das beste Modell davon. Aber das beste Modell ist vermutlich ein großes Modell und mit den großen Modellen hat man ein bisschen ein Problem. Und um das Problem von den großen Modellen zu zeigen, fange ich erstmal mit einem kleinen Modell an. Konkret mit dem Mistral 7b, also mit dem Mistral-Modell mit 7 Milliarden Parametern. Wie viel Speicher braucht das denn? Das ist quasi die kleinste Modellklasse, die so gängig für echte Lösungen benutzt wird. Es gibt noch kleinere Mini-Modelle, Tiny Llama und ähnliches oder die kleinen ersten vier Modelle von Microsofts, die sind viel kleiner und brauchen logischerweise weniger Speicher, aber die setzt man meistens nicht professionell ein. Das heißt, diese 7 Milliarden Parameter-Modelle sind die ersten, mit denen man tatsächlich über einen professionellen Einsatz nachdenkt. Wenn ich 7 Milliarden Parameter habe,
dann muss ich diese 7 Milliarden Parameter natürlich auch im Speicher meiner GPU abbilden. Typischerweise sind die auf 32-Bit trainiert, also als Floating Point 32. Wenn ich für Inference die Modelle benutze, wechsle ich meistens auf ein anderes Format. Das war früher FP16, also Floating Point 16. Heute ist es BrainFloat 16. Das ist eine für solche Kontexte optimierte Darstellung der Floats und wird unterstützt von den neueren Hardware-Systemen von Nvidia. Und damit können die sehr schnell Inference drüber machen bei gleichzeitig hoher Präzision. Und wenn ich diese 7 Milliarden Parameter so abbilden möchte, dann habe ich erstmal 30 Gigabyte, die ich brauche, um überhaupt das Modell in meinen Speicher zu packen. Aber ich brauche nicht nur diese Gigabyte, um mit meinem Modell umzugehen. Ich brauche auch einen Key-Value-Cache. Das heißt, ich muss wissen, was ist denn in den bisherigen Token drin gewesen? Was ist denn da als Evaluation mit drin gewesen? Und ich brauche nicht nur den, ich brauche den Activation Memory. Also was wurde denn wie aktiviert? Das sind Daten, die sind pro Layer vorhanden. Die brauche ich, damit ich weiß, was da rausgekommen ist, nochmal 2 GB und den Activation Memory, was ist dann mein Zwischenergebnis, jedes Layer im Forward, also in Weitergabe an die anderen Layer. Dafür brauche ich auch nochmal 4 GB Speicher. In Summe macht das dann für die Inference von einem einzigen kleinen 7 Milliarden Parameter Modell 35,4 GB, also kräftig Speicher. Zum Vergleich, was brauche ich denn, wenn ich die trainieren möchte, wenn ich die über ein volles Feintuning jage, dann brauche ich erstmal zusätzlich noch den Optimizer mit dazu. Und der Optimizer merkt sich alle Lernzustände, wenn ich das den trainiere und bin dann mit 60 GB dafür unterwegs. Das heißt, der Basisfaktor wurde fast verdreifacht. Ich möchte sie aber auch trainieren. Das heißt, ich brauche die Backward-Propagation. Und für die Backward-Propagation brauche ich Gradienten, die ich mir ebenfalls merken muss. Kommen auch nochmal mit 30 GB mit dazu, sodass ich in der Summe dann bei Faktor 4 knapp liege mit 124,8 GB, die ich dafür brauche. Wer sowas selber mal ausrechnen will, es gibt eine schöne Seite, LLM System Requirements Streamlit App, da kann ich selber schauen, wie viel Speicher bräuchte ich denn, um folgendes Modell zu betreiben. Und da stellt sich natürlich die Frage, um Himmels Willen, 48 GB GPU brauche ich für Inference, um 3 parallele Anfragen auf einem 8 Milliarden Parameter Modell zu liefern. Wie kann das denn sein? Vielleicht nochmal zurück. Warum brauche ich da mehr als diese 35 GB? Weil das hier, was ich hier habe, als KV-Cache wie auch als Activation Memory, das brauche ich dann mehrfach, nämlich dreimal parallel, weil ich habe ja 3 parallele Anfragen. Jeder macht eine Inference. Das Modell, das brauche ich nur einmal im Speicher zu halten. Die beiden anderen Werte brauche ich jeweils pro Client, wenn ich Inference mache. Das heißt, ich brauche 48 GB GPU minimal. Nicht minimal, aber brauche ich dafür, um 3 parallele Anfragen machen zu können. Oder zum Trainieren, wenn ich mit Batchfile 6, das heißt, ich habe immer 6 Datenstrings parallel, die ich gerne rein trainieren möchte, dann brauche ich minimal 82 GB Karten. Und wie gehe ich denn damit um? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Ich benutze weniger Daten. Wie mache ich weniger Daten daraus? Ich lasse Daten weg von meinen Daten. Und man hat gemerkt, es ist für viele Sachen gar nicht notwendig, dass ich immer diese Präzision habe. Ein paar Stellen gibt es, zum Beispiel, wenn ich meine Aktivierung mache und die Berechnung mache, dann brauche ich den vollen Speicher, damit ich die Präzision erhalten kann. Wenn ich aber tatsächlich mein Modell selber im Memory halte, um Inference zu machen, dann reicht es häufig damit aus, mit viel weniger Daten auszukommen. Und dafür sind genau solche Dinge da wie Quantisierungsformate wie GPT-Q, AWQ, GGUF, EXL2, es gibt inzwischen SqueezeLM viel mehr noch mit dazu. Was die machen ist, die kürzen eigentlich nur die Datenlängen im Betrieb oder in der Speicherung auch der Modelle, wenn Inference passiert und sorgen dafür, dass weniger Speicher verwendet wird. Und das hat gar nicht so richtig viele Probleme. Wir sehen hier die Ergebnisse in den Benchmarks für die normalen Modelle in der normalen Größe im Verhältnis zu dem, was rauskommt, wenn ich es quantisiert benutze. Und bei manchen Ergebnissen ist es gleich auf oder sogar oder fast gleich auf zu dem, was die Originalmodelle haben. Ich mache mal hier einfach zum Beispiel das Llama 2 Modell, was bei FP16 einen Score höher ist besser an dieser Stelle. Bei 4,88 liegt beim 13 Milliarden Parameter Modell. Und in der quantisierten Variante bei 4,97. Das heißt, die Verschlechterung ist gar nicht so dramatisch,
an der Stelle. Und gleichzeitig habe ich aber ein viel schneller und weniger Speicher brauchendes Modell mit dabei. Wie sieht das Ganze konkret aus? Das eigentliche Modell im Fallbeispiel von eben 7 Milliarden Parameter. Der Speicher, den ich jetzt brauche, ist runter auf 3,73 Milliarden Parameter. Das ist eine Quantisierung auf 4 Bit, die quasi der Sweet Spot ist, mit dem heute meistens gearbeitet wird. Der Key-Value-Cache bleibt mit der gleichen Größe hier unterwegs. Und Entschuldigung, der wird auch kleiner, aber der Activation Memory bleibt in der gleichen Größe. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis, was ich in Summe dann brauche, sind nur noch 7,54 GB. Das heißt, mit der Quantisierung habe ich noch 8 GB Speicherbedarf. Und das bedeutet, dass ich eine Größe habe, die kann ich eigentlich sogar auf dem Rechner meiner Kollegen laufen lassen. Und ja, genau das ist der Fall. Das haben nicht nur Leute wie ich gedacht, sondern das hat auch der Georgi gedacht. Und Georgi mit dem schönen Subtitle I like Big Vim RC and I cannot lie auf seiner GitHub-Seite hat schon immer viel Software geschrieben. Wir sehen die GitHub-Tapete unten rechts. Ich weiß auch nicht, warum er da im April 2 Tage nicht gearbeitet hat. Hat er wohl eine schwache Zeit. Und Weihnachten rum hat er auch 2 Tage nicht gearbeitet. Sonst macht er aber sehr viel Code. Und das kann man auch sehen. Der hat nämlich 2022 gesagt, warum brauche ich denn eigentlich eine GPU? Die sind so teuer. Ich kann mir ja einfach mal einen schönen, effektiven C-Code bauen, der eine Transformer-Inference in C macht, weil meine CPUs sind eigentlich auch schnell. Baue ich das doch einfach in C und lasse den das machen. Und damit hat er eine Library gebaut, mit der man damals GPT-J und GPT-2 betreiben konnte. Da hatten wir nämlich noch kein GPT-4 und Co. und kein Llama vor allen Dingen. Und 2023, als dann Llama rauskam, hat er gesagt, ja, dann baue ich das halt mal kurzerhand um, dass man Llama damit auch benutzen kann und hat Llama CPP gebaut. Und das Llama CPP als Anwendung von seiner GGML Library hat er so gebaut, dass das super schön supported wird von den meisten modernen CPUs und hat explizit Apples ARM-Architektur, wie auch die normale ARM-Architektur und andere Architekturen als First-Class-Citizen mit eingeführt. Das heißt, das soll schnell laufen auf Konsumenten-PCs mit Beschleunigungen für AMD-Chips, zum Beispiel die AVX-Sachen sind mit dabei, Intel-CPU-Features werden supported, CUDA wird supported, das hat eine Quantisierung als eigenen Support mit einem eigenen Datenformat auch mit drin, dass ich Dinge in 1,5-Bit bis 8-Bit benutzen kann. Wie gesagt, 4-Bit ist normal, aber ich habe hier die Flexibilität. Und er hat für alle von uns, die GPU pur sind, auch ein paar Sonderfeatures eingebaut, zum Beispiel Hybrid und Offloading. Das heißt, ich brauche nicht immer einen Speicher in der Grafikkarte, sondern ich habe ein paar Layer in der Grafikkarte, die gerade aktuell benutzt werden. Ein paar Layer habe ich aber auch gerade noch auf meinem normalen Computer und der kann auch für manche bestimmte Aufgaben die CPU verwenden stattdessen. Also da ein bisschen dynamischer unterwegs zu sein. Und das ist von sehr vielen Leuten, hat eine große Community dann da weiterbetrieben worden. Inzwischen kann ich auch multimodale Modelle, also Modelle, die auch Video, Bild oder Audio können, damit betreiben. Es hat einen Built-in-Web-Server mit OpenAI-API. Ich kann das also Plug-and-Play-mäßig an Stellen bringen, wo vorher OpenAI mit dabei war. Und die bekannteste Variante, die man heute immer sieht, ist LM Studio oder OLAMA. Die basieren auf Llama.cpp. Das heißt, das, was dort passiert, ist eigentlich nur eine Integration. Und wenn ich das selber mal ausprobieren möchte, geht das ganz einfach. Ich brauche ganze 6 Zeilen Code. Dann natürlich als erstes der obligatorische Curl-Call, mit dem ich Olama installiere. Der fragt natürlich nach dem Root-Prompt, damit es auch alle anderen benutzen können. Dann kann ich ein beliebiges Modell mit Olama Run Llama 3 zum Beispiel starten. Das ist das 8 Milliarden Parameter-Modell, was man dann bekommt. Und dann kann ich schon über die OpenAI-kompatible API damit reden. Das heißt, wer Lust hat und ein bisschen Zeit, bitte einfach mal diese 4 Zeilen ausführen. Danach habe ich ein lokal laufendes Modell, was auf jeder Plattform tatsächlich läuft. Und je nachdem, wie gut meine CPU, GPU oder was auch immer darin verbaut ist, kriege ich eine schnelle Antwort. Die sind zum Teil erstaunlich schnell. Ob es noch schneller geht oder nicht, haben dann andere Leute geprüft, nachdem Llama CPP draußen war. Die hören alle nicht auf so kluge Namen bei den Open Source Produkten. Wer Uber Buga kennt aus dem Stable Diffusion Umfeld, weiß, dass die kein Glück haben mit der Namenswahl von Leuten. Und für Llama gibt es von TurboDerp Xlama V2, ist auch eine Implementierung auf C-Basis, allerdings mit dem Fokus auf Consumer GPUs. Und
dort mit starken Optimierungen drin. Und damit bin ich in der Lage, mit so einem kleinen Mistral-Modell in 7 Milliarden Parametern tatsächlich auf einer Konsumentengrafikkarte, zum Beispiel der 4090, 207 Token rauszugenerieren. Und das ist ein total geiler Wert, weil damit bin ich schneller als alles, was ich im Moment von GPT-4 und OpenAI bekommen kann. Und das bringt zwar von sich selbst aus noch keine OpenAI-Style-API mit, aber ich habe die Möglichkeit, über ein kleines Tool, die Tabby-API, diese API zu emulieren und habe dann auch ein Plug-and-Play-Variante da drin. Und last but not least, unsere Open-Source-Helden aus Paris. Hugging Face hat mit der Transformers-Library nicht nur eine der wichtigsten und besten Libraries gebaut, die ich für solche Zwecke einsetzen kann, sondern ich kann damit auch meine ganzen Modelle lokal auch nutzen, vor allen Dingen in Code. Und besonders herausstellend an der Stelle ist, dass sie einen schönen Quantisierungssupport drin haben, nämlich das sehr starke AWQ, das klassische GPTQ-Quantisierungsformat und last but not least On-the-Fly-Quantisierung über Bits und Bytes. Da kann ich nämlich einfach ein normales großes Modell machen und zur Load-Time wird das dann quantisiert, sodass ich auf der GPU das kleine habe. Das spart mir den Transformierungs- und Quantisierungsschritt. Ich kann es quasi unmittelbar machen. Es werden inzwischen auch viele Optimierungen dort verwendet, zum Beispiel Flash Attention ist mit drin, was eine schnellere Evaluation erlaubt, weil man einfach die Attention schneller implementiert hat, als im normalen Transformer der Fall ist. Und die Attention nur gegen Transformer, schließlich heißt das Paper nicht umsonst Attention is all you need, was damals zum Erstarken der Transformer geführt hat, ist das Ding, was am meisten Zeit verbraucht. Und weil diese ganzen lokalen Runner, also der vom Georgi, der Exlama V2, Transformer und viele andere so gut funktioniert haben, haben dann andere Leute gedacht, da kann man was draus machen. Und das ist ganz spannend, weil die ganze professionelle Anwenderszene, die vorher immer gesagt hatte, nee, wir machen halt richtige AI und ihr kleinen Heimanwender, ihr macht so furchtbare kleine Beispiele, haben plötzlich Rückenstärkung von unerwarteter Ecke bekommen, nämlich einmal von Apple. Apple hat mit MLX schon seit Jahren eine AI-Strategie und seit 2 Wochen wissen wir, dass AI eigentlich eine Abkürzung für Apple Intelligence ist. Apple Intelligence, das ist so etwas wie Artificial Intelligence, aber in schönerem Design, vermute ich. Und das ist optimiert auf die eigene Hardware oder auch genau umgekehrt. Die eigene Hardware ist optimiert, solche Dinge tatsächlich machen zu können. Und MLX hat die ganzen Tricks of the Trade, die man so heute mit dabei hat, mit drin. Nicht nur eine spezielle GPU-Optimierung auf die Dinge, die sie dort mit verbaut haben, sondern sie haben auch eine eigene Quantisierung. Die State of the Art ist mit verbaut. Und diese Modelle findet man auch ganz häufig. 891 waren es gestern auf Hugging Face, die in dieser Quantisierung sind. Und damit kann ich lokal tatsächlich auch in meinem Apple-Device sehr schnell lokale Modelle benutzen in so Klassikerformaten wie Llama 3 und Mistral 7b. Und nicht nur Apple hat das so gemacht, sondern Microsoft Copilot hat jetzt auch nachgelegt. Die haben ja die Microsoft Copilot plus PCs mit dabei. Auch dort gibt es eine dominante AI-Strategie für alles. Und dort haben sie zusammen mit Qualcomm diese Copilot plus PCs entwickelt. Und Qualcomm hat dafür analog zu dem, was Apple mit den eigenen ARM-Chips gemacht hat, NPUs eingebaut, also spezielle nicht GPUs, weil die sind gar nicht für Grafik zuständig, sondern NPUs, also Neural Processing Units, die 100% spezialisiert auf diese Vector Inference sind. Und damit kann ich sehr gut lokale LLMs laufen lassen. Und in Recall als Feature der neuen PCs habe ich quasi ein kleines Sprachmodell, was lokal läuft. Das müssen natürlich nicht Sprachmodelle sein, auf dieser Hardware können auch ganz andere Modelle sein. Aber ein kleines Sprachmodell, was lokal läuft, mit dem ich eben Question Answering, Recherchen, Extraction und viele andere Dinge machen kann. Und die sagen, natürlich kann ich das ernsthaft lokal betreiben. Natürlich kann ich hier meine Modelle lokal für echte Antworten, echte Probleme und so weiter einsetzen. Das heißt, auch diese Firmen sagen, nee, die kleinen Modelle kann ich produktiv einsetzen. Und das ist eine gute Lösung. Microsoft unterstützt mit DirectLL, OLNX, PyTorch und anderen Formaten viele Formate. Apple MLX konzentriert sich mehr auf die eigenen APIs und den Gerüchten zufolge sind diese lokalen LLM-Geschichten das große Thema auf der nächsten Developer-Konferenz von Microsoft. Also da ist davon auszugehen, dass das nicht nur ein Ding wird, was Microsoft für die eigenen Kunden anbietet, sondern was auch für Firmennutzer nutzbar wird.
Deswegen habe ich das auch hier mit drin. Lokaler LLM-Betrieb bedeutet überhaupt nicht immer, dass ich einen eigenen großen Cluster fahren kann. Das kann auch bedeuten, dass ich selber auf meinen eigenen Geräten das Ganze nutze, dass ich es meinen Mitarbeitern dezentral zur Verfügung stelle und damit auf einmal auch die Vertriebsmitarbeiter, die beim Kunden Dinge notieren, in die Lage versetze, die Dinge aufzuzeichnen, automatisch von Sprache zu Text wandeln zu lassen, daraus Zusammenfassungen zu generieren, die Wiki-Einträge zu machen und viele andere Dinge, während ich beim Kunden vor Ort bin. Also bitte nicht nur auf die zentralen Dinge gucken, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, solche Dinge lokal auf dem PC des Kollegen selber zu deployen. Das ist noch relativ früh, aber mit dem Verlauf dieses Jahres und vor allen Dingen im nächsten Jahr wird es ein Standard-Tool sein, was wir tatsächlich in vielen Environments verfügbar haben. Das Gleiche, da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, aber nur für den Hinterkopf, passiert auch mit den Mobilgeräten. Das heißt, auch Handys werden in der Zukunft und manche, im Fall von Samsung, auch heute schon in der Lage sein, große Sprachmodelle in den kleinen Varianten lokal zu betreiben und damit Aufgaben zu übernehmen. Aber typischer Fall für dieses Jahr ist, ich möchte die selber steuern, ich möchte die selber anbieten, deswegen ist es zentral und deswegen habe ich meine eigenen Admins, die sich darum kümmern, das Ding zu betreiben. Wenn ich es selber betreiben möchte, wie betreibe ich das Ganze? Die klassische Lösung, die man einsetzt, ist TGI. TGI ist kurz für Text Generation Inference. Das ist ein Server, der ist in der Lage, mit Hilfe von inzwischen vielen verschiedenen GPU-Typen viele Fragen auch parallel zu beantworten. Er hat Buffer mit dabei, er hat Batcher, Parallelbetrieb mit dabei und er kann auf Basis von NVIDIA-Technologie auch schön skalieren im Hintergrund. Der Server Text Generation Inference ist definitiv production ready. Der ist ganz häufig bei ganz vielen Leuten in Produktion. Das ist also eine taugliche Software. Man sieht das auch daran, dass sie OpenTelemetry Support mit drin haben und auch ein Prometheus Support ist mit eingebaut. Das heißt, ich kann das in meine ganz normale Observability schieben und damit weiterarbeiten. Der hatte zwischendrin mal eine seltsame Lizenz. Das ist für kommerzielle Anwendungen, wenn ich selber anbieten wollte, eine kommerzielle Lizenz brauchte. Das wurde aber wieder geheilt. Wir haben wieder eine normale Lizenz. Es wurde zwischendrin da natürlich ein Open Source Fork gemacht, auch dann wiederum in Folge als kommerzielles Produkt Lorax. Kein schlechter Server, gerne mal anschauen. Und ich hatte schon gesagt, viel Hardware-Support drin, alles das, was skaliert. Der ist auch die Basis von den meisten Modellservern, die auf AWS laufen. Auf AWS Inferentia-Plattform ist quasi eine der wichtigen Zielplattformen vom TGI. Und ich kann ihn natürlich auch in Docker laufen lassen. Es gibt inzwischen einen ganzen Stapel von Helm-Charts, die ich nutzen kann, um das Ganze mit NVIDIA Docker auf Kubernetes laufen zu lassen. Und was mir besonders am Herzen liegt, es gibt wieder die OpenAI Compatible Messages API. Also die API von OpenAI ist eigentlich eine message-getriebene AI. Wir haben es also mit der ganz normalen API hier zu tun. Auch die kann ich benutzen, habe damit wieder die Plug-and-Play-Fähigkeit mit drin. Am Anfang war der gar nicht so schnell, wenn man gleich sehen, wenn ich beim nächsten Server bin. Inzwischen ist er aber sehr schnell geworden. Und warum ist er so schnell geworden? Weil er inzwischen Flash Attention mit drin hat in der Version 2, Fast Attention ist mit dabei, es ist Tensor Parallelism in der Inference mit dabei. Also die Dinge passieren schneller, als es noch vor kurzem möglich war. Seit ein paar Monaten gibt es auch Medusa mit drin. Medusa ist ein eigenes Modell, das trainiere ich für meine Daten und mein Sprachmodell. Und damit kann ich Speculation machen. Das heißt, es werden schon mal Token vorgeneriert, die vermutlich kommen werden, ohne dass tatsächlich diese Daten bereits verfügbar sind. Und auch das bringt die Performance nach den ersten Benchmarks nochmal deutlich nach oben. Was ich auch sehr daran mag, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass die kleinen Modelle auch Tool-Calling können, also agentenfähig sind. Das Problem war bislang immer, dass wir keinen Server hatten, der in der Lage war, uns die Tool-Schnittstelle anzubieten. Warum ist das erwähnenswert? Weil die Tool-Schnittstelle, das heißt eigentlich nur, ich habe ein Kommando und möchte von diesem Kommando strukturierte Daten zurückbekommen kann, die ich in meinem Code verwenden kann. Wie wird das gemacht? Ich sage ihm, ich möchte gerne, dass du folgendes Problem löst, liebes LLM, und du hast diese drei Funktionen in meinem Python-Code dafür zur Auswahl. Sag mir, welche Python-Funktion du mit welchem Parameter aufrufen möchtest. Und diese Rückgabe, die möchte ich strukturiert haben, damit ich den präzisen Parameter habe, damit ich den Methodennamen habe, damit ich weiß, wie das Ganze rauskommen soll. Das passiert im Regelfall über JSON.
Und JSON ist ein Format, das liegt quasi orthogonal zu dem, was so ein Transformer eigentlich machen möchte. Der will ja immer nur den nächsten wahrscheinlichen Token machen. Und der nächste wahrscheinliche Token ist nicht immer das, was syntaktisch korrekt in JSON wäre. Das heißt, das ist einem immer zerbrochen. Wie heilt man das? Das ist relativ trivial und offensichtlich, wenn man weiß, wie man JSON an anderer Stelle benutzt. Ich mache zwei Teile. Ich gebe nämlich erstmal meinem Aufruf nicht mehr wie vorher nur den Freitext mit, sondern ich habe einen extra Parameter, Tools heißt der, jetzt in der OpenAI API mit drinne. Und dieser Tools API sage ich in JSON das Format, was ich erwarte für den Rückweg. Das heißt, ich kann hier per JSON Schema oder Pydantic das Format, das ich wünsche, übergeben. Und was macht die andere Seite dann? Das Sprachmodell kann das natürlich nicht berücksichtigen. Also ein bisschen schon über Prompt by Example, aber nicht verlässlich. Ich mache noch ein zweites Tool dahinterher, das vergleicht das Ganze, ist es valide, und wenn es nicht valide ist, dann wird es nachträglich nachgebessert über Bibliotheken wie JSON Former. Das heißt, damit kriege ich verlässlich wieder diese JSON Strings zurück. Etwas Ähnliches läuft schon eine Weile bei OpenAI, und mit TGI habe ich das inzwischen glücklicherweise auch in Open Source verfügbar. Das heißt, dort kann ich auch verlässlich Daten strukturiert zurückbekommen, wie es auch mit dem Open AI JSON Header passiert, von denen ich weiß, die haben genau das Format, was ich brauche, die kann ich programmatisch weiterverwenden. Das ist nicht alles, was drin ist. Ich hatte schon vorher gesagt, bei den Transformern, was supported wird, weil TGI auf den Transformern beruht, fallen die Quantisierungen, GPT-Q, AWQ und Bits und Bytes mit heraus. Auch alle Optimierungen logischerweise sind mit drin. Die waren nicht von Anfang der Zeit schon mit drin, und das war mein relativ langsamer Server. Und aus der Zeit stammt noch VLLM, ebenfalls Open Source Apache 2 lizenzierter Server von, ich weiß es gar nicht, einer Uni, nämlich die Uni, die auch die Chatbot-Arena betreibt. Und die haben Paper gemacht zum Thema Paged Attention. Das ist eine deutlich, deutlich verbesserte Variante für Attention und damit deutlich schneller in der Inference. Und das waren die Ergebnisse, die sie damals hatten. Auf einer A100-Karte mit 40 Gigabyte haben sie ein Llama 13b, das war noch das erste Llama, betrieben. Und sie haben festgestellt, okay, wir sind damit um einen Faktor 30 fast schneller als Hugging Face Transformers und immer noch 2,5 mal schneller als das Text Generation Interference von Hugging Face. Das heißt, das Ding ist viel, viel performanter gewesen. Inzwischen hat Hugging Face aufgeholt, aber generell ist VLLM immer noch etwas, was schneller adaptiert. Das sieht man auch im Feature Set, was mit dabei ist. Es hat Unterstützung nicht nur für GPT-Q und AWQ, sondern auch für SqueezeML und andere Formate. SqueezeML ist nochmal ein Format, was dynamisch allokiert, also welche Bitlängen ich haben möchte, hoch optimieren kann und trotzdem eine sehr große Verlässlichkeit und keinen großen Degrade mit dabei hat. Das Ding ist auch nicht zuletzt deshalb schnell, weil es eigene CUDA-Kernels mitbringt, die optimiert sind, und es gibt Support für AMD und Intel CPUs auch, das heißt nicht nur CUDA. Es implementiert Prefix-Caching seit einer Weile. Prefix-Caching ist super nützlich, dass ich halt das LLM nicht bei meinem Kontext 0 aufsetzen lasse, sondern sage, benutze bitte diesen Kontext-Prefix vorweg und danach kannst du dann weiter generieren. Warum brauche ich das? Weil ich häufig Systeme habe, die haben einen fixen System-Prompt, der wird immer evaluiert, und dann brauche ich diese Wartezeit am Anfang nicht, dass erstmal ein System-Prompt durchläuft, sondern ich setze dort auf, wo der System-Prompt zu Ende ist, und erst dann rechne ich tatsächlich los. Das seht ihr auch alle bei den großen Lösungen wie ChatGPT. Dort gibt es nämlich einen eigenen System-Prompt, der immer vorgecached wird, und deswegen kriege ich die Antwort unmittelbar danach, weil er nicht erst den System-Prompt parsen muss, bevor er zur Aufgabe kommt. Ich eine kurze Aufgabe habe, brauche nur die kurze Aufgabe zu parsen, und dann habe ich unmittelbar wieder die Antwort mit dabei. Was hat er noch mit dabei? Multi-Lora-Support. Hätte den Vortrag jetzt gesprengt, hätte ich jetzt auch noch Loras erklärt. Loras sind eigentlich feingetunte Modelle, die aber ganz klein sind, die als Add-on auf mein Hauptmodell draufgeklebt werden. Und weil die so klein sind und draufgeklebt werden können, kann ich auch mehrere davon parallel im Einsatz haben. Das heißt, damit kann ich meine eigenen Feintunes oder mehrere eigene Feintunes parallel on demand immer mit rankleben, je nachdem, welche Aufgabe ich mit dabei habe in einem anderen Model. Parameter im Call. VLLM hat eine sehr lebendige Community, viele Leute arbeiten daran mit. Es ist
Die Basis für die LLMs Chatbot Arena, die wir im Benchmark schon mit dabei haben, ist also immer schon in Produktion gewesen und damit auch sehr stabil geworden. Seit 2 Wochen gerade mal haben wir endlich auch einen vernünftigen Tool-Support mit dabei. Der ist nicht so geil wie der vom Text Generation Inference Server, aber ich habe jetzt Guided JSON mit dabei. Das heißt, ich kann mit JSON-Schema auch wiederum lenken, wie mein JSON aussehen soll. In Produktion haben es sehr viele Leute, sehr oft. Das kommt noch aus der Zeit, als es performancemäßig so weit nach vorne geschoben wurde. Und ich kann es aus dem Stand mit Docker, Kubernetes und so weiter betreiben. Gibt es beliebig viele Tutorials und Beispiele dafür. VLM hat auch quasi seit Beginn der Zeit eine OpenAI-kompatible API mit dabei. Auch hier ist Plug and Play möglich. Extra erwähnen möchte ich an der Stelle noch das Continuous Batching, was seit einer Zeit eingebaut ist. Continuous Batching heißt im Parallelbetrieb, ich batche so, dass ich immer die optimale Allokation habe. Also der macht keine Rechenpause, sondern unmittelbar, wenn das eine Ding zu Ende gerechnet ist, macht er gleich mit dem nächsten weiter. Und das braucht ein bisschen mehr Logik, ist eins weniger trivial, als es unter dem Beispiel aussieht, sorgt aber dafür, dass ich keine Leerlaufzeiten habe und dass quasi jeder GPU-Kern die ganze Zeit überrechnet. Docker Support hatte ich schon erwähnt. Der Kubernetes Support passiert auf Basis von existierenden Produkten wie KubeRay, auf Basis von RaySurf oder auf KSurf. Das heißt, hier basiert man auf den Dingen, die ohnehin schon im RL-Bereich durchgesetzt sind und sehr gut funktionieren. Damit habe ich auch quasi eine garantierte Skalierbarkeit auf bis zu mehrere tausend Devices mit dabei. Als letzten der bekannten Open Source Kandidaten würde ich gerne noch Light LLM erwähnen. Apache 2 Lizenz, OpenAI kompatible API, hat zusätzlich zu den anderen Token Attention mit drin. Das hat eine Speichereffizienz, die besser ist. Damit habe ich nämlich einen kleineren Speicherbedarf mit Quantisierung zusammen, kriege ich die Modelle nochmal eins schlanker. Das hat zur Folge, dass manche Modelle, speziell sei hier Llama genannt wird, schneller inferiert werden und damit ist es dann in Folge für manche Fälle schneller als TGI und VLLM. Und hat natürlich auch Support für multimodale Modelle. Braucht ihr nur dann einzusetzen, wenn ihr sagt, ich habe Llama als Zielplattform auserkoren und brauche jedes letzte bisschen Geschwindigkeit daraus. Das war jetzt alles Open Source, also es in echtes Open Source. Das heißt, Firmen, die gesagt haben, wir machen auch eh immer alles in Open Source. Aber nicht nur die haben Dinge gemacht. Nvidia versorgt ja die Firmen mit Devices und durchaus auch mit Beratung und Software, was den Betrieb von ML-Lösungen angeht. Und das haben sie dann auch bei LLM-Lösungen oder AI-Lösungen an dieser Stelle gemacht. Sie haben Nvidia TensorRT LLM. TensorRT gibt es schon immer als Bibliothek von Nvidia und dafür haben sie halt eine LLM-Ausbaustufe bereitgestellt. Apache 2-Lizenz auch, hat keine API nach draußen, sondern nach drinnen. Die sieht der PyTorch-API relativ ähnlich aus, also eine API, die durchaus ins Detail gehen kann. Sie haben analog zu VLLM eigene CUDA-Kernel mit dabei. Sie können eigene Quantisierung anwenden. Das Ding ist, weil Sie wissen, wie NVIDIA Hardware funktioniert, unglaublich schnell. Sie haben keine OpenAI Messages API, aber es gibt Tools, die leider gar nicht so populär sind, wie man es erwarten könnte, die man einsetzen kann, um auf der Basis der PyTorch-artigen API dann OpenAI als REST API mit anbieten zu können. Docker Kubernetes fällt mit aus der Tüte. Und die Backend-Integration ist analog zu dem, was auch zum Beispiel bei Text Generation Inference passiert über NVIDIA Triton. Und damit kriege ich eine schöne Skalierbarkeit her. Der Benchmark, den Sie damals gebracht haben, ist ein bisschen gelogen, weil Sie die eigene Optimierung mit drin hatten, aus Versehen, aber die Optimierung der anderen nicht im vollen Umfang mit berücksichtigt haben. Seit ganz kurzer Zeit, nämlich seit einer Woche, gibt es auch von Nvidia, Nvidia NIM. Ich habe mal rumgekalaut, weil Nvidia noch nicht genug Geld verdient. Das ist eigentlich eine Commodity-Variante, die es sehr viel einfacher für Unternehmen macht, das auf Kubernetes in Docker oder in ähnlichen Environments zu betreiben. Dort fallen viele Dinge schon mit aus der Tüte. Ich kann sie sehr einfach deployen. Es supportet jetzt endlich auch die OpenAI API, hat von sich aus Prometheus-Metrics mit dabei, ist aber echt teuer in dem Angebot für AI-Support von Nvidia. Bezahle ich dann 4.500 $ pro Jahr pro GPU oder 1 $ pro GPU pro Stunde. Und muss man sich selber überlegen, ob einem das kommerziell abgenommene Interface, ob das tatsächlich so viel besser ist, dass ich da auf das Kommerzielle zurückgreifen möchte. Die Grundlagen gibt es auch alle in Open Source.
Wie wähle ich eins aus? Gibt es auch eine schöne Vergleichsseite im Internet, da ist Nvidia in dem noch nicht dabei, aber vielleicht möchte man auch gar nicht so viel Geld ausgeben. Die von mir vorgestellten Varianten und noch zwei mehr findet man auf GitHub, Lapo, LM, Inference Engines. Da habe ich auch das Feature-Set mit dabei, was ich benutzen kann. Kann ich mir aussuchen, welches für mich am besten passt. Aber wenn ich es on-premises betreibe, ich hatte vorhin schon einmal über den Speicher geredet, dann brauche ich eine Hardware, auf der ich das Ganze nicht betreiben kann. Hardware gibt es viele Varianten. Ich habe mal vier herausgegriffen. Die RTX 6000 in der ADA-Architektur, 48 GB Speicher, wirklich viele CUDA-Cores, kosten 7245 Euro. Ich habe hier unter meinem Schreibtisch die eins kleine, ältere Karte. Davon stehen leider nicht mit so viel CUDA-Cores, gleicher Speicher aber mit dabei. Dann gibt es die Standardkarte, die man in fast jedem Rechenzentrum zu Hunderten findet, die H100 von Nvidia mit 80 GB Speicher, 14.000, knapp 600 CUDA-Cores für einen Kleinwagen, nämlich 30.000 Euro. Dann gibt es als Gamer-Karte mal zum Vergleich die 4090 als aktuelles Top-Segment mit 24 GB Speicher, aber mehr CUDA-Cores als die H100 hat. Auch das ist durchaus erstaunlich, weil das Ding muss halt schnell Spiele rechnen können. Für deutlich weniger Geld, nämlich 1.769 Euro im Einkaufspreis jetzt im Moment. Ampere als Datacenter-Karte 64 GB, mehr Speicher als die 6000er-Karte und trotzdem viel, viel günstiger, nämlich noch nicht mal die Hälfte mit 3.100 Euro, aber im Gegenzug mit einem knappen Drittel der CUDA-Cores, also viel, viel langsamer. Das limitierende Element vom Betrieb von Sprachmodellen, wir haben es vorhin gesehen, ist vor allen Dingen die Tensor Size, also die Anzahl der Parameter, die ich dafür mitbrauche. Und das sind wirklich viele Parameter, die ich brauche. Und wenn ich die in dem normalen Format BF16 betreibe, ich habe jetzt mal die Quantisierung mit den Rechnungen von vorhin nicht mit reingenommen, dann brauche ich, wenn ich ein Llama 370B als aktuelles Topmodell, ich habe die Grafik von vorhin noch im Kopf, als Ding, was ich da benutzen kann, wenn ich damit Inference machen will. Und eine Batch Size 1, das heißt, ein Nutzer kann immer parallel gerade eine Anfrage stellen, für den lokalen Betrieb völlig hinreichend, aber halt parallel dann nicht so gut. Dann brauche ich schon mal 240 Gigabyte Speicher auf meiner GPU. Wenn ich das Ganze mit A16 mache, zahle ich 12.500 Euro. Wenn ich das Ganze mit H100 mache, also mit schneller Inference, weil ich so viele GPU-Kerne habe, dann bin ich mit 88.000 Euro unterwegs und damit schon im höheren Preissegment, was meine Autos, die ich für Grafikkarten investiere, angeht. Wenn ich sage, ich habe jetzt aber nicht nur einen Nutzer, der damit arbeitet, sondern ich habe zum Beispiel fünf Nutzer, die immer parallel mit dabei sind, dann wird das nochmal richtig teurer. Ich brauche auf einmal 700 Gigabyte an GPU-Speicher. Wenn ich das mit A16 erledige, bin ich bei 34.000 Euro Einkaufspreis unterwegs. Und bei einer Viertelmillion, was H100 angeht, da bin ich jetzt langsam in den Hausmaßstab, zumindest wenn ich nicht aus München, sondern vom Dorf komme, unterwegs, nur um mit fünf Leuten parallel gleichzeitig Inference betreiben zu können. Wenn ich das Ganze dann 50-fach parallel habe, bin ich schon bei 2 Millionen, die ich in der H100 machen möchte, bräuchte. 50, ich werde auch das nochmal extra erwähnen. 50 heißt jetzt 50 Leute gleichzeitig in Inference sind. Normaler Nutzer klickt ja nicht die ganze Zeit immer und hat quasi 0 Millisekunden Abstand zwischen seiner letzten und seiner nächsten Frage. Da habe ich meistens einen ganzen Stapel Zeit, wo ich auf die nächste Anfrage warte. Da kann natürlich jemand anderes mit dazwischen. Das heißt, wenn ich von 50 Leuten hier in Konkurrenz spreche, dann kann ich von 500 parallelen Nutzern oder sowas ausgehen. Also Faktor 10 ist da ganz solide. Fällt auch noch ein Trick erwähnt dabei, so macht das auch OpenAI. Wie sorge ich dafür, dass ich Load Balancing vernünftig hinbekomme, auch wenn ich die Leute nicht alle gleichzeitig beantworten kann, indem ich die Streaming-Geschwindigkeit am Ausgang moderiere. Das heißt, die Leute bekommen immer so schnell ihre Daten, dass ich weiß, die nächste Anfrage kann erst dann kommen, wenn ich mit diesen Daten draußen bin und es wird einfach langsamer. Das heißt, ich mache kein Denial of Service, wo ich sage, du kommst jetzt hier nicht mehr mit rein, sondern für alle Leute wird das Stream langsamer und dadurch pendelt sich das wiederum aus. Was aber erwähnenswert ist hier von diesen 2 Millionen, die ich da investieren müsste, wenn ich sage, jetzt ich benutze gar nicht eins von den großen Modellen, sondern ich habe vorhin gerade gesagt, Rack-Summarization und so weiter funktioniert auch bei den kleinen Modellen. Ich nehme also eins von den kleinen, zum Beispiel das Llama 3.8b Instruct, fast die gleiche Datenmenge als Token
für das Training verwendet, aber viel, 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 viel kleiner, um Faktor 9. Und ich nehme davon 50 oder 500 parallele Nutzer, dann brauche ich noch 117.000 Euro als Anfangsinvest in H100, also gar nicht mehr so viel. Und das Geile dabei ist, weil das Modell so viel kleiner ist, passiert natürlich auch die Inference viel, viel schneller, weil ich habe weniger Neuronen, die aktiviert werden müssen und in Folge viel weniger GPU-Last auch in Zeit. Und damit habe ich eine viel höhere Token pro Sekunde Zahl und bin wieder schneller frei mit meinem Server für den nächsten Kunden, der drauf kommt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe 50 macht 500 echte Nutzer bei dem Llama 370B-Instrukt, dann bedeuten diese 50er-Batch-Size hier vermutlich 1000 oder 1500 oder 2000 parallele Nutzer, weil einfach die Streaming-Geschwindigkeit so ungleich viel schneller ist. Also, ich habe eigentlich noch einen Faktor drüber, was die Nutzerzahl angeht. Jetzt kann man sagen, das ist so viel billiger mit der A16, wenn Speicher das limitierende Element ist. Warum lohnt mich dann einfach nicht eine Plattform, wo ich den Speicher billig bekomme, nämlich zum Beispiel die A16? Die sind ja deutlich langsamer, weil die haben viel weniger GPU-Kerne. Wir haben vorhin gesehen, dass es Faktor 3 weniger GPU-Kerne mit da drin. Auch der Memory-Bus ist langsamer. Das hat zur Folge, dass ich zwar jetzt in diesem Fall, ich bleibe mal im unteren Beispiel, nur etwa ein Zehntel der Kosten habe, aber ich habe erstmal eine Penalty von Faktor 3 über die Anzahl GPU-Kerne, die ich dabei habe. Das heißt, eigentlich bräuchte ich für die gleiche Lösung schon mal Faktor 3 an der Stelle. Mein Memory ist auch nur halb so schnell wie der andere. Auch das verlangsamt das Ganze mehr, sodass ich dann in Folge eigentlich bei einem Wert rauskomme, der zwar günstiger ist, der aber tatsächlich, wenn ich die gleiche Performance rausbekommen möchte, sich dem anderen Wert nähert, also dem H100-Wert. Das ist auch genau der Grund, weswegen viele Leute plus Responsivität lieber die H100 einsetzen als viele kleine K. Nvidia NIM ist dann im Verhältnis mit den 5.400 Dollar im Jahr als schnelle Plattform etwas, das sieht gar nicht mehr so teuer aus, wenn ich mir anschaue, wie teuer die Hardware ist. Weil das Geld bekomme ich zurück in eingesparte Hardware, dadurch, dass einfach die Inference schneller ist. Und da kommt vermutlich auch die Kostenkalkulation von Nvidia. Wenn ich mir das aber anschaue, dass ich jetzt eine schöne Vorstadtvilla oder ein wirklich luxuriöses Auto ausgeben möchte, um hier meinen Kollegen schnell LLM lokal anbieten zu können, da stellt sich natürlich die Frage, sollte ich nicht vielleicht doch mieten? Wenn ich es mieten möchte, dann schaue ich an, welche Anbieter mieten das Ganze denn. Und normalerweise beginnt man da inzwischen bei cloudgpus.com. Natürlich haben die großen Plattformen wie Microsoft Azure, AWS oder Google Cloud auch alle ein Angebot für GPUs. Im Regelfall sind aber die Anbieter, die hier jetzt in den Top-Charts zu sehen sind, deutlich günstiger. Und deswegen findet man häufig diese Plattformen im Angebot mit dabei. Das sind Tagespreise, die da zu sehen sind. Ich kann also kontinuierlich hingucken, wie teuer ist denn jetzt im Moment gerade, das sind sogar echtzeitige Preise, also nicht mal Tagespreise. Wie teuer ist denn welche GPU hier? Und ich habe doch die H100s mit dabei, ich habe die A100s mit dabei, das ist noch viel, viel breiter. Und ich sehe zum Beispiel, dass die GPU-Stunde bei MastAI 1,35 Dollar kostet, bei RunPod, den ich ganz häufig einsetze, 1,89 Dollar. Und irgendwo weiter unten kommen dann mit ein paar Dollar Amazon, Google und Azure daher. Das heißt, hier habe ich tatsächlich Faktoren in den Kosten mit dabei und es lohnt sich, hier drauf zu schauen. Die Rechnung, wenn ich solche Cloud-Plattformen mache, sieht dann auch wiederum ganz anders aus. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt das Llama 70B betreiben und ich müsste normalerweise 100.000 Euro ausgeben dafür, dann kostet mich das, wenn ich es verrechne über 3 Jahre als Wechselzeit von GPU-Generation zu GPU-Generation, die sind ja relativ schnell getaktet, weil sie so viele Verbesserungen haben. Auf 3 Jahre verrechnet, dann bin ich bei 2.800 Euro, die ich da pro Monat habe. Eigentlich wären es nur 88.000 Euro, hatten wir vorhin im Beispiel, aber an dieser Stelle brauche ich ja auch noch CPU-Hardware mit dazu. Ich brauche Memory, ich brauche Netzwerkverbindung, viele andere Dinge, die auch geklärt sein müssen, deswegen die 100.000 Euro. Wenn ich das Ganze miete, über die gleiche Zeit, gleiche Hardware, bin ich bei 4.300 Euro im Monat, habe aber dafür die Flexibilität. Die Instanzen, die ich da habe, die muss ich natürlich nicht die ganze Zeit immer betreiben, sondern das reicht auch, wenn ich die dann betreibe, wenn ich sie gerade brauche. Weil typischerweise, wenn ich als Firma in Deutschland anwesend bin, dann habe ich so einen Slot von 10 Stunden, an dem wirklich gearbeitet wird, also irgendwie von 8 bis 18 Uhr oder sowas.
Und sonst brauche ich gar nicht viel, so viel Ressource. Das heißt, ich kann es auch on demand nutzen, anschalten, abschalten, weil die Anbieter das selber auch wissen, haben sie auch natürlich die Möglichkeit zu reservieren. Das heißt, es ist immer verfügbar zu haben. Die ist dann billiger. Also on demand ist teurer, kann sich aber lohnen, wenn es noch nicht mal die Hälfte der Zeit ist. So sieht der Faktor nicht aus in den Kosten zwischen on demand und reserviert. Und sie haben auch meistens Spot-Instanzen mit dabei in ihrer Optimierung. Das heißt, Dinge, die können mir spontan mit einer kleinen Vorwarnzeit weggenommen werden. Aber wenn ich zum Beispiel viel verteilen muss oder Rechenläufe habe oder sowas, kann das durchaus rentabel sein, damit zu arbeiten. Es muss ja nicht alles Spot sein. Ich kann ja auch sagen, ich habe so viel Eigenbestand als reserviert, weil ich die ohnehin immer brauche. So viele Nutzer habe ich mit dabei. Und in den Peakzeiten, wenn sie morgens alle zum Frühstück kommen oder ähnliche Dinge passieren, dann kann ich Spot-Instanzen verwenden. Das ist natürlich mühsam zu warten und das ist gar nicht so einfach zu handhaben, wenn ich habe gerade schon gesagt, das über Docker und Kubernetes mache. Deswegen gibt es noch Tools, die setzen eine Ebene höher auf und die sorgen dafür, dass ich meine Workload, die ich mit GPU versorgen möchte, verteilen kann, wo auch immer ich es gerade hinhaben möchte. Die GPU-Workload, total klar, da muss ich halt definieren, was für eine Art von Hardware brauche ich, welche Fähigkeiten in CUDA bringen die mit, wie viel Speicher brauche ich mit dazu. Das definiere ich und dann sage ich noch, okay, und ich brauche ein skalierbares Interface, das folgende Fähigkeiten mitbringt oder folgende Software soll so viel skaliert laufen. Und eine der bekannten Lösungen im Feld ist Sky Pilot, gibt auch kommerzielle Lösungen, das ist jetzt eine Open-Source-Lösung, gibt auch bestimmt 5-6 andere gute, bekannte kommerzielle Angebote. Da kann ich einfach sagen, gebt mir mal bitte SkyPilot. Ihr seht hier schon auf der linken Seite, das hat Unterstützung für AWS, für Google Azure, für Oracle, Lambda Labs. Das heißt, auch die preiswerten Anbieter sind mit dabei. Runport, FluidStack, Kudu, IBM, Kubernetes. Also auch durchaus für eigene Lösungen, die ich in-house habe. Ich kann mein eigenes Kubernetes laufen lassen mit den Nvidia-Containern und kann auch das ganze Ding über SkyPilot fernsteuern. Und dann kann ich sagen auf der rechten Seite, folgendes Deployment brauche ich. Ich brauche einen Service und zwar VLLM basiert mit folgendem VLLM-Anfangsstring mit dazu. SkyPilot füllt automatisch auf Basis der GPUs auf, wie viele GPUs bei dem Provider gerade mit dabei waren. Das wird quasi in den Start mit rein injected. Und ich kann definieren, was brauche ich denn alles von der Umgebung, nämlich in Port 8080, weil wir sehen es unten, darauf antwortet mein VLLM-Server und er kann die Server, die hier unten in der Liste sind, mitnehmen. Und damit das Ganze laufen kann, mache ich ein Conda-Setup, in dem dann mein VLLM installiert wird. Das heißt, hier habe ich mit wenigen Zeilen Code etwas, was ich dann spontan auf die oder die Cloud jagen kann. Und er fährt dann mit den verfügbaren Sachen von daher die Dinge hoch, die er da gerade gebrauchen kann. Hier in diesem Fall Accelerators hat er halt von vielen Sorten etwas mit dabei. Ich kann es auch flexibler gestalten. Eine Konkurrenz von SkyPilot, die aber genauso Open Source ist und die ich deswegen gerne erwähnen möchte, ist D-Stack. D-Stack kommt aus Deutschland. Das ist ein Kollege hier aus München, der seine GmbH dazu gegründet hat. D-Stack ist auch ein Open Source Stack. Da kann ich sagen, okay, für die links zu sehenden Provider, auch wieder Lambda, TensorBoard, Vast AI, der Marktführer oben von der Liste, wo es gerade billig ist und so weiter auch zu sehen. Und da kann ich auch sagen, mach mal bitte zum Beispiel den Text Generation Launcher von Hugging Face mit an, mach darauf mal ein Llama 2, hol dir das Llama 2 als Modell auf Basis meines Hugging Face Tokens und benutze dazu den Docker Container von Text Generation Inference. Und auch da kann ich dann sagen, gib mir bitte so viel GPU-Ressource, gib mir bitte so viel dafür, ganz viele Dinge, inklusive des OpenAI-kompatiblen Endpoints. Auch da kann ich das relativ einfach in die Cloud tragen. Wie ich schon vorher gesagt habe, Kubernetes, Kachts findet ihr auch auf der linken Seite, wie auch AWS, eure eigene Cloud oder Azure oder Google Cloud. Das heißt, ihr könnt das natürlich auch benutzen, um eure eigenen Systeme zu provisionieren. Das muss nicht unbedingt etwas, was jetzt on-demand in der Cloud draußen passiert. Was ist das Schöne an diesen beiden Systemen? Ich kann damit auch Spot-Instanzen zumindest auch zum Teil nutzen und das repariert sich dann automatisch selber und schaut nach, wie es das ganze Ding hinbekommen kann. Das heißt, ich kann damit manche Dinge auch automatisieren, die ich sonst nicht automatisiert bekommen hätte oder die nur mühsam mit Kubernetes und ähnlichen Dingen zu automatisieren. Wer gerne auf die Dinge zugreifen möchte, die Slides sind bei mir immer öffentlich
Ich freue mich auch über Feedback über LinkedIn. Hier ist QR-Code. Auf der linken Seite findet ihr mich, auf der rechten Seite findet ihr die Slides. Und Llama Factory findet ihr, wie auch TRL und alle anderen Dinge, auf GitHub. Ich bedanke mich.